Hier sind 20 Dinge, die sich Frauen in einer Beziehung von einem Mann wünschen und die eine Beziehung sogar zu Bruch gehen lassen können, falls du sie nicht lieferst. Nummer 1. Typisch männliche Eigenschaften. Was Frauen nicht ausstehen können, ist es, wenn du zu viele weibliche Eigenschaften annimmst und versuchst, dich der Frau anzugleichen. All die Reibungen, die eine Mann-Frau-Beziehung mit sich bringt, solltest du als Mann umarmen und zum Anlass nehmen, an deiner Maskulinität festzuhalten. Nummer 2. Frauen wollen sich verstanden fühlen. Heißt das, du musst Frauen und Weiblichkeit voll verstehen? Natürlich nicht. Nicht nur wirst du es nicht schaffen, sondern du solltest es nicht mal versuchen. Frauen sind Gefühlsmenschen und es reicht vollkommen aus, wenn du ihnen das Gefühl gibst, sie zu verstehen. Die meisten Frauen verstehen sich selbst nicht mal richtig. Wie sollst du es dann schaffen? Nummer 3. Gib dich stolz, mit ihr zusammen zu sein. Frauen hassen es, wenn du sie als Klotz am Bein betrachtest und du deine partnerschaftliche Zuneigung nur im Bett demonstrierst. Sei also auch dankbar, galant und kameradschaftlich, wenn du mit ihr in der Öffentlichkeit bist. Für eine Frau ist Zweisamkeit fast schon eine Staatsgründung und sie will, dass du dich mit ihr an der Seite komplettiert fühlst. 4. Stell sie Freundin und deiner Familie vor. Dieser Punkt schlägt in dieselbe Kerbe wie der vorangegangene. Du musst die Frau nicht gleich am ersten Tag mit Familie oder Freundin überwältigen, aber sobald die Zeit reif ist, wird sie es unheimlich schätzen, mit zum Club bzw. deiner Sippe zu gehören. Nummer 5. Erlaube der Frau, dich zu umsorgen. Jede Frau hat mehr Mutterinstinkte, als jeder Mann Vaterinstinkte hat. Das ist zumindest meine These. Und beobachten lässt sich das auf sozialer Ebene in beinahe jeder Interaktion mit einer x-beliebigen Frau. Ich sage nur Empathie, Mitleid, Toleranz, Tierliebe und so weiter. Außerdem, kennst du den Moment, wo sie dir einen Fussel vom Hemd nimmt, dir den Kragen richtet oder dir sogar einen Pickel ausdrückt? Dann weißt du, was ich meine. Nummer 6. Erlaube der Frau, dich verändern zu wollen. Für Frauen scheint es oft ein dringendes Bedürfnis zu sein, in der Beziehung an der Persönlichkeit des Mannes herumzuschrauben. Warum sie das tun, ist rätselhaft. Wichtig ist nur, dass du diese Veränderung nicht zulässt, aber ihr dennoch das Gefühl gibst, großen Einfluss auf dich zu haben. 7. Lass sie wissen, dass du sie körperlich begehrst. Frauen fühlen sich nur dann wirklich anerkannt in der Beziehung, wenn du sie begehrst. Sie investieren haufenweise Zeit und Geld in ihr Äußeres und dies sollte von dir wertgeschätzt werden. Lass sie regelmäßig wissen, wie hübsch du sie findest, dass du ihre Haare magst, ihre wunderschönen Augen und ihren gesamten Körper. Nummer 8. Wisse, was du im Bett machst. Keine Beziehung hat Überlebenschancen ohne erfüllenden Sex. Finde ihre Bedürfnisse heraus, sei verspielt, experimentiere, baue schon außerhalb des Bettes sexuelle Spannung auf und vergiss um Himmels Willen Vor- und Nachspiel nicht. Sieh dir zu diesem Punkt mein verlinktes Video zum Thema an. Nummer 9. Vernachlässige niemals dein Äußeres. Ich meine hier natürlich deine Fitness, deine Gesundheit, deine Hygiene, deine Körperpflege und auch deinen Dresscode. Wenn du glaubst, dass du die Frau nun fest an deiner Seite hast und es bei diesen Punkten fortan etwas lockerer angehen lassen kannst, hast du dich geschnitten. Nummer 10. Sorge für Unterhaltung. Du musst in der Beziehung zwar kein Bespaßungsmanager sein, aber ohne Spannung, Abwechslung, Unterhaltung und Überraschung fährt die Beziehung vor die Wand. Besonders Letzteres lieben Frauen einfach. Lass dir regelmäßig etwas Neues einfallen, überrasche die Frau hier und da mit einem spontanen Geschenk, einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung, die sie mag, oder einem Ausflug übers Wochenende. 11. Sicherheit und Geborgenheit. Die drei wichtigsten Wertmaßstäbe für eine Immobilie sind 1. die Lage, 2. die Lage und 3. die Lage. Die wichtigsten Wertmaßstäbe für das Vertrauen einer Frau sind Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit.
Sorge dafür, dass du ihr gegenüber verlässlich bist und dass deine wirtschaftliche sowie soziale Situation auf einem soliden Fundament steht. 12. Sei ihr Fels in der Brandung. Das bedeutet vor allem, dass du deine Emotionen im Griff hast und genau dadurch Dominanz, Selbstbeherrschung und Gelassenheit ausstrahlst. Wie du das schaffst und damit den Wunsch in beinahe jeder Frau hervorrufst, so nahe und fest an deiner Seite zu sein wie möglich, das zeige ich dir in meinem 12-Wochen-Kurs Radikale Dominanz. Der Link ist unter dem Video und du kannst damit sofort starten. Nummer 13. Triff Entscheidungen. Gehörst du zu den Männern, die sich niemals so recht entscheiden können, die alles, was sie tun, genau abwägen und eher warten, bis jemand anderes den ersten Schritt macht? Wunderbar. Warum ziehst du dir nicht ein Baströckchen an und tanzt Hula vor deiner Freundin? Frauen hassen kaum etwas so sehr wie Unentschlossenheit bei Männern. Nummer 14. Frauen wollen als Mensch wertgeschätzt werden. In der Beziehung wird dies noch deutlicher als außerhalb der Beziehung, beim bloßen Daten oder beim Flirten etwa. Das bedeutet, dass der Partnerschaft echte Teamarbeit zugrunde liegen sollte und du der Frau tatsächliche Unterstützung bei ihren Problemen und Herausforderungen bietest. Nummer 15. Verbale Kommunikation. Viele Beziehungen gehen eindeutig an mangelnder Kommunikation zugrunde. Sie fühlt sich missverstanden und er frisst seinen Frust gierig in sich herein. Sei am besten offen für Gespräche aller Art, rede mit ihr über Gott und die Welt und scheue dich nicht davor, es zu sagen, wenn dir etwas gegen den Strich geht. 16. Vertraue ihr, aber besitze sie. Notorische Eifersucht ist nicht nur Zeichen von Schwäche, sondern auch Ankündigung für das baldige Ende der Beziehung. Auf der anderen Seite sollte sie wissen, dass sie dein Mädchen ist und du hier keine Zugeständnisse machen kannst. Unpopulär aber wahr. Frauen wollen besessen werden. Nummer 17. Sei ihr mutiger Beschützer. Ist die männliche Schutzfunktion ein Relikt aus Zeiten, in denen wir noch keuleschwingend durch die Prärie gerannt sind? Nein, das ist sie nicht. Deine körperliche Präsenz, deine Kraft und Dynamik, aber auch deine verbale Verteidigungsfähigkeit im Falle von Konflikten sind Dinge, die für Frauen nicht verhandelbar sind. Nummer 18. Frauen brauchen das Gefühl deiner Unabhängigkeit. Natürlich will die Frau von dir aufrichtig geliebt werden und das ganze Zeugs eben. Was sie aber ganz besonders braucht, ist die Gewissheit deiner großen Ziele, Ambitionen und Vorhaben. Gerade in der Beziehung brauchen Frauen dein unaufhörliches Streben nach Selbstbestimmung und mit Trägheit oder Apathie können sie überhaupt nichts anfangen. Nummer 19. Soziale Kompetenz. Du musst mit Sicherheit kein Hans Dampf in allen Gassen sein und auch nicht jedermann unterschiedslos als deinen Freund betrachten. Was du aber brauchst, ist ein Grundmaß an sozialen Fähigkeiten, Etikette und Umgangsformen. Pflege also deine Freundschaften, Vereinsleben, deine Kultur und ganz besonders dein Familienleben. Nummer 20. Einmal im Monat hat sie immer recht. Während ihrer von Mutter Natur diktierten Zeit im Monat hast du nichts zu melden. Lass mich wissen, was ich vergessen habe, mach den Daumen hoch und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist.